Hallo! Und damit willkommen zurück hier auf der Mega XL Farm. Ich habe bereits hier im Schnee einen Teil unserer Silage verkauft. Ne, hier. Wir haben jetzt noch 237.000 Liter auf Lager. Das reicht, um unsere Kühe zu füttern. Den Rest haben wir verkauft. Ich habe auch schon einiges an Kredit zurückgezahlt. Und wie ihr seht, LKW, LKW, Traktor. Und da hinten steht noch ein Traktor. Wir werden uns gleich hier den Fendt schnappen, den 728 Vario. Aber vorher schicken wir hier die LKWs los. Angefangen mit dem hier, der wird hier ein bisschen Mist verkaufen. Dann geht es weiter mit dem hier, der wird ein bisschen Milch verkaufen. Und wir fahren den mal eben ganz schnell aus dem Weg, dass der nicht mehr im Weg ist. Der ist schon voll Sonnenblumen. Wir haben 300.000 Liter Sonnenblumen zu verkaufen. Und es ist rutschig. Yay. So, ich glaube, hier sind wir nicht mehr im Weg. Passt auf, Leute. Ich habe ein DLC mit draufgenommen, beziehungsweise ein Mod. Und ich würde, glaube ich, ganz gerne, wenn wir in der nächsten Saison denn am Ernten sind, von der Ballenpresse springen zu dem Strohbergungs-Update. Also keine Ballen mehr pressen, sondern... Hä, wo ist das denn? Wo ist denn die hübsche Primus? Straw Harvest? Ist das eine eigene Kategorie? Die Primus? Es ist doch, fällt das nicht unter Ballenpressen? Tierhaltung vielleicht? Haha, warte, jetzt, das ist jetzt natürlich divers. Ja, hier. Also, die Primus kaufen. Statt Ballen. Das müsste futtertechnisch auch funktionieren. Also theoretisch dürften wir mit Futtermischwagen auch Pellets nutzen können. Wir werden es sehen, wir werden es ausprobieren. So, Freunde, wir schnappen uns jetzt hier den hier, fahren in Richtung Hof und dort werden wir den Fan-Favorit losschicken. Der wird uns nämlich helfen. Der wird uns helfen dabei, unsere Sonnenblumen zu verkaufen. Das wird hier interessant im Schnee. Ich bin auch gespannt, wann wir den ersten Autodrive-Fahrer aus dem Graben holen müssen, weil der mit dem Schnee nicht klarkommt. Und ich hoffe, dass es auch irgendwann aufhört zu schneien, dass wir irgendwann denn auch, ja, freie Bahn haben, dass wir ja mal der Aussaat starten können. Die Feldfrüchte wollen ja auch in die Erde irgendwann. Ab März, glaube ich. März, April ist so der Zeitraum, wo wir dann anfangen zu säen. So, hier steht der Favorit. Den schicken wir mal ihm los, der ist auch schon eingestellt und der wird uns dann helfen zu verkaufen. Das Ziel am Ende dieser Folge ist, einen dicken Batzen Geld in Richtung der Bank zu schieben. So, da ist sogar die Frage, ob wir in dieser Folge vielleicht auch noch, das hat können wir mal ausmachen. Ob wir am Ende dieser Folge unsere ganze Ballentechnik verkaufen, inklusive der Ladewagen, weil wir ja eh auf die Primus umsteigen werden und dann noch mehr Geld zur Verfügung haben, um noch mehr Geld in irgendeine Richtung zu schieben. Oder vielleicht sogar die Primus jetzt schon zu kaufen. Wer weiß das schon. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich dich um ein Däumchen nach oben bitte. Und wie du siehst, es sind neue Catgirls am Start. Ich hab mal was Passendes gestaltet für diesen Kanal. Ein landwirtschaftliches Spiel braucht natürlich auch Pharma Girls. So, also Däumchen nach oben für den YouTube-Algorithmus, damit du dem YouTube-Algorithmus zeigst, dass mein Kanal nicht ganz kacke ist. Wäre fantastisch. So, ich nehme jetzt hier erstmal so einen schönen Schluck Tee. Und dann sehen wir uns beim Landhandel wieder. Oder falls ich in irgendeine Ecke stecke. Das Ding ist, zu Getreide AG hätte ich jetzt gar kein Problem dahin zu finden. Beim Landhandel ist es immer so, dass ich mir immer nicht so ganz sicher bin, wo ich abbiegen muss. Biege ich jetzt gleich links ab? Fahre ich geradeaus? Ich weiß es nicht. Ah, ich vergesse das jedes Mal. Ich glaube, ich muss rechts abbiegen. Oder fahre ich geradeaus? Ach, wir fahren einfach mal geradeaus. Mal gucken, wo wir ankommen. Wir werden das schon sehen.
Es war die richtige Entscheidung. Wir sind schon fast da. Und ich bin erstaunt, wie gut der 728 Vario sich hier mit diesem großen und vollen Anhänger macht im Schnee. Also bislang noch gar kein Problem mit Rutschen oder so. Das ist erstaunlich gut. Sollen wir jetzt, wenn wir gleich einmal abgekillt haben, werden wir einmal auf die Karte gucken, wo wir Autodrive retten müssen. Hab zwar noch nichts mitbekommen, aber mein Gefühl sagt mir, dass Autodrive irgendwo versteckt. Wie könnte es auch anders sein? So, aber wir kippen jetzt erstmal ab. Schwung. Also, 45 Kubikmeter Sonnenblumen. Das müssten 90, 100, also 120.000 sein. Da haben wir noch mehr von. Aber wir werden richtig reich heute. Wir werden richtig reich heute, das sage ich euch. Guckt euch das mal an. Ah, doch nicht ganz. 109.000 plus den Umweltbonus, also ja doch 120.000 am Ende. So, wir gucken mal eben, was Autodrive macht. Stecken die irgendwo oder fahren die? Das ist jetzt eine gute Frage. Guck mal, hier ist ein Autodrive-Fahrer, das ist wahrscheinlich der Favorit. Das ist der Favorit. Oh, guck mal, die fahren hier. Die sind fast da. Das heißt, wir müssen jetzt mal eben schnell hier weg. Und ich würde sagen, wir steigen in den Zeitraffer rein. Dann seht ihr jetzt hier richtig viel Gedüse im Schnee. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist doof gelaufen. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir irgendwie bei der letzten Fahrt sind oder so. Obwohl, wir könnten vielleicht mal eben... Nee, wir gucken uns das nicht an. Das werde ich euch nicht zumuten, was jetzt gleich der Mist-LKW macht. Das ist irgendwie... Ist irgendwie heute nicht mein Tag. So. Let's go. Zeitraffer, Attacke. Abo für meinen Kanal. Gib ihn. We'll be right back.
Wir sind mit den letzten 37, fast 38 Kubikmeter Sonnenblumen unterwegs. Ihr seht, wir haben 831.000 Euro auf dem Konto. Der Fan-Favorit ist allerdings auch unterwegs. Er müsste eigentlich auch bald mal angekommen sein und abkippen. Mal gucken, ob wir zuerst da sind oder er. Wir werden auf jeden Fall über die 1 Million Euro kommen, ohne die Maschinen verkauft zu haben. Aber ich sehe, irgendein Fahrzeug ist da gerade auf dem Hof am Gange. Vielleicht ist es der Favorit. Yep. Haben wir ihn gut eingeholt. Aber ja, wir werden unsere Strohtechnik in dieser Folge auch noch verkaufen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich habe keinen. Wir werden es rausfinden. Wenn das so funktioniert, wie ich es mir denke, dann sparen wir halt ordentlich Maschinen. Dann haben wir vielleicht ein oder zwei Premus. Aber wir haben die ganze Logistik nicht mehr, die wir aktuell haben. Das können wir alles mit unseren Farmtruck-Trailern dann abregeln, die Logistik. Aber Leute, es ist so viel Geld. Es ist so unfassbar viel Geld, was wir momentan machen. Das ist krass. Wenn wir abgekippt haben, kann ich euch das ganz gerne in den Finanzen mal zeigen, wie viel wir jetzt eigentlich jeden Monat durch Ernte Einnahmen bekommen. In irgendeiner Form. Durch Milch, durch Mistverkauf, durch Ernteverkauf. Und ich habe übrigens eine Ölproduktion hier mit draufgebracht. Die werden wir irgendwann mal bauen. Dann werden wir die Sonnenblumen noch gewinnbringender weiterverkaufen. Leute, 1 Million. 58.000 Euro auf dem Konto. Haha. Das lohnt sich. So, ich zeig's euch gerne mal eben in den Finanzen, wie gut der Hof mittlerweile läuft. Also, wir nehmen jetzt nur die Ernteeinnahmen, ne? Nur Verkauf von Milch. 35.000 Euro, 83.000 Euro, heute 40.000 Euro. Denn Ernteeinnahmen heute 762.000 Euro. Im Januar 417.000 Euro, Dezember 37.000 Euro, November 328.000 Euro, Oktober 762.000 Euro. Das ist ja nur das, was wir sehen können. Wir können ja gar keine Jahresstatistik machen. Gut, dann kommen noch sonstige Einnahmen. Heute 83.000 Euro, im Januar 51.000 Euro, Dezember 4.000 Euro, November 6.000 Euro, Oktober 67.000 Euro. Ne? Gebäudeeinnahmen, okay, das ist jetzt nicht so viel. Aber ihr seht schon, wow, wir machen richtig Geld. Wir machen richtig dick fett Geld mittlerweile. Okay, ich würde sagen, Motor aus, wir springen zum Händler. Wir werden heute tatsächlich einen von unseren beiden großen Krediten loswerden. Das ist krass. So, übrigens dachte ich mir so, ist sinnvoll, dass der kleinste Traktor das schwerste Gerät zieht. Und zwar die Presse. Allein die bringt ja so viel Geld, dass wir uns dafür schon die Premus leisten können, ne? So. Ein bisschen rückwärts reinsetzen. So, das dürfte reichen, damit wir die verkaufen können. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen 250.000. Nee, nicht im Ansatz. Okay. Ich habe die irgendwie teurer in Erinnerung gehabt. Naja, so ist das halt. Knapp 120.000 Euro. Aber ich glaube, mit dem Verkauf von den Dingswagen wird das schon irgendwie hinkommen. So, den lassen wir mal zum Haupthof fahren. Mit den beiden Strohwagen. Denn werden wir auf jeden Fall auf die Summe einer Premus kommen. Das ist halt so, denn arbeiten wir mit den Premus. Wir brauchen keine extra Anhänger für den Transport der Pellets. Das machen wir alles mit den Farmtrack-Trailern. Das ist schon sinnvoll. Hier 66.000 Euro. Das kannst du schon machen. So, ich würde sagen, die Premus holen wir uns jetzt gleich direkt, wo wir das Geld haben. Irgendwann, genau, hier kommt auch noch der dritte Wagen. Den verkaufen wir natürlich auch gleich noch. Dann werden wir auch in dieser Folge, Freunde, ne, werden wir richtig viel Geld an die Bank zurückzahlen. So.
Habe ich Bock drauf, ne? Auf die Primus. Habe ich richtig Bock drauf. Wir werden auf jeden Fall Automatik nutzen. Achso, nee, da werden wir auf jeden Fall manuell benutzen. Hoffentlich. So. XL, XL, X, 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 L. Wo ist das L? Da ist das L. Z. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir ja wieder Kennzeichen zwischendurch freigenommen. Wir haben die 01 frei. Okay. Die Presse war 01 scheinbar. Oder täuscht das? Nee, eigentlich nicht, ne? 001. Hallo. Okay. Kaufen wir. Schön. So, dann verkaufen wir jetzt nochmal eben schnell den Wagen. Dann sind wir wieder über 1 Million. So. Genau, das auf jeden Fall. Und, doch nicht ganz über 1 Million. Naja, es ist what it is. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier im Spiel ist, wie das war. Ob hier wirklich, je mehr PS, desto besser. Halt ist, das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Ich würde vor der Primus halt auch den T8 sehen. Der hat zwar nur 380 PS, aber vielleicht reicht das ja aus, um die vollkommen auszulasten. Allerdings, ich sehe eventuell auch einfach eine zweite Primus, muss ich ganz ehrlich sein. Kann ich mir auch vorstellen, dass wir einfach eine zweite Primus auch noch kaufen werden. Je nachdem, wie lang das mit dem Stroh dauern wird. Das werden wir aber sehen. So. Denn fährst du bitte zum Waschplatz. Hof. Waschplatz. Okay. Und wir werden jetzt ganz zum Schluss in dieser Folge nochmal einen Teil von unserem Kredit zurückzahlen. Beziehungsweise, glaube, den können wir komplett zurückzahlen. Sondertilgung. Übrigens, Ansgar, ne? Du hast beim letzten Mal auf der Hof Bergmann, hast du hier die Zahl genau eingetippt, die hier angegeben war. Du kannst auch einfach eine Zahl eintippen, die höher ist. Und er wird automatisch anpassen. Leute, wir sind ein Riesenkredit los. Wir sind unseren ersten Millionenkredit los. Wir könnten jetzt noch ordentlich Geld in den zweiten Kredit reinbuttern. Wir können aber auch einfach ein Fahrzeug. Naja, das macht alles keinen Sinn. Ich habe kurz bei dem Coralin nachgedacht, aber nein. Wir können auch ein Fahrzeug aus der Miete holen. Entweder den hier. Ich würde sagen, wir nehmen das Billigste aus der Miete. So, das sind 260. Ich glaube, der hier müsste noch über 300 liegen, ne? Ja. Dann nehmen wir den Radlader aus dem Miete und kaufen den raus. Und das restliche Geld nehmen wir jetzt erstmal so mit für was auch immer. Hätten wir den voll Melasse machen sollen. Wir hätten den erstmal voll Melasse machen sollen. Na, egal. Müssen wir nur dran denken, wenn wir denn letztendlich auch mit der Primus aufs Feld fahren. So, ich werde mich jetzt erstmal um die Tiere kümmern, ein bisschen füttern und so. Und ich glaube, ich muss das noch nicht machen, aber spätestens am nächsten Spieltag muss ich Gülle aus dem Stall hier rüberfahren. Hier ist mittlerweile auch richtig was drin. Hier sind mittlerweile 500.000 Liter drin. Das heißt, ja, eigentlich steht auch bald eine Güllefahrfolge an. Ich weiß auch noch nicht, wie wir es am besten machen, aber ja, steht an. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, vielleicht machen wir eine Tierfolge, vielleicht fahren wir Gülle. Mal schauen, was wir machen. Seid gespannt. Und hinterlasst mein Abo einen Kanal. Ihr wisst, was ich meine. Bis dann, danke und ciao.